Wir haben heute viel zu tun. Ich habe seit dem letzten Stream ein bisschen weitergespielt. Ich bringe euch kurz auf den neuesten Stand. Nicht so viel auf den neuesten Stand bringen muss ich da gar nicht. Ich habe einfach nur ein paar von den Bildchen abgeklappert. Und bin da gerade noch dabei, die restlichen Bildchen abzuklappern. Das ist eigentlich alles. German Foxy, Dankeschön für die Bits. Beträgen. Ja, das Glas. Mein Gott, war das leer. Schön, dass das wieder ein bisschen aufgefüllt wird. Warte mal kurz. Ich muss schnell. Ja, da war ein Eck der Realität hinter mir zu sehen. So geht das nicht. Keine Realität hier. Achso, warte mal, da müssen wir irgendwo hin, habe ich mir gedacht. Ne? Das Gebäude sieht richtig aus. Genau, ich habe ein paar von den Fotos abgearbeitet, weil ich dachte mir, das ist wahrscheinlich nicht super spannend. German Foxy, danke nochmals. So viele bunte Bits. Viele, viele bunte Bits. Dankeschön. Also, jetzt passt auf. Das müsste doch irgendwo hier sein, oder? Das sieht zumindest sehr danach. Ah ja, tatsächlich. Und sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich habe mir nur gedacht, ich suche gleich mal ein paar von den Bildern. Dann können wir die Quest nämlich jetzt im Stream noch schnell beenden und abgeben. Das wäre cool. Außerdem ist jetzt Sonntagabend im Spiel. Montagnachmittag können wir nämlich dann den letzten Cocktail trinken. Der letzte Cocktail, der uns noch fehlt. Und dann sind wir und der Barkeeper endlich echte Freunde. Und darum geht es doch eigentlich in dem Spiel. Echte Freundschaft. Hey, warte mal. Das Eichhörnchen hat mir was geklaut. Nee, warte. Nicht weglaufen. Oh, das war knapp. Was hätte es mir denn geklaut? Oh, ich habe es nicht mehr erwischt, oder wie? Nein. Ich glaube, das Eichhörnchen hat mir was gestohlen. Stehen bleiben. Diese blöden, diebischen Eichhörnchen. Ich glaub's ja nicht. Meine Güte. Die spinnen. Puh. Echt gemein. Hi Felix, hallo. Mensch, ey, die klauen mir hier meine Munition, mein Gegengift. Vielleicht brauchen die das Gegengift, um ihre Familie zu heilen. Oh nein. Na gut. Eichhörnchen haben wir auch verprügelt. Ah, wartet mal, da hinten ist doch was noch zu looten. Ah, nee, das ist der Briefkasten. Ich dachte schon, vielleicht wäre das. Aber nee. Nee. Schade. Okay, das nächste Foto. Das nächste Foto. Ich verdrück mich gerade dauernd. Das nächste Foto, das ist echt unscheinbar. Holz, unten braun, oben weiß, ein Haus, unten braun, oben weiß, kleines Häuschen, zwei große Bäume daneben. Das muss irgendwo hier in der Nähe sein, glaube ich. Fallen Crusader, hi und Dankeschön für die ganzen Bits. Ich muss das Glas kurz beobachten, was immer wieder schön ist. Ob es übergeht? Dank German Foxy und Fallen Crusader ist es schon ziemlich voll. Ah, bis an den Rand auf jeden Fall. Ach, das Glas ist das Beste. Das Beste, was Twitch jemals erfunden hat. So, jetzt passt auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gebäude, das wir hier suchen, entweder irgendwo hier ganz in der Nähe ist. Oder, ist es das da? Oder beim Skateboardladen. So die Suburbs, so ein bisschen. Das ist es, glaube ich, nicht, ne? Nee. Nee, nee. Vielmehr kleiner Schuppen irgendwie. Vielleicht ist es das da? Könnte es eine Garage sein, was wir da auf dem Foto sehen? Nee, könnte es nicht sein. Das bräuchten wir nämlich noch und dann haben wir nämlich eh fast schon alle. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then, but this one looks a lot smaller than the Aerial Lift Bridge.
Its smaller size was most likely chosen due to the width of the river and the sea level of this area. The height and structure of a bridge is what determines which sort of boats can travel down the river. Normal bridges' base heights are set at a higher point. Ich find's leider nicht wirklich. Ich dachte wirklich, auch wegen den Bäumen, dass es hier sein müsste. Hier stehen auch... Naja, nee, ich weiß auch nicht. Das könnte auch... Könnte das auch die Seite... Wartet mal, der Boden. Der Boden ist sehr ungewöhnlich. Das könnte ein Hinweis sein. Das muss irgendwie ein Platz sein. Ein Innenhof oder so. Da ist überhaupt keine Wiese zu sehen und auch keine geteerte Straße. Das muss irgendein großer Platz sein. Da müssen wir Ausschau halten. Irgendein großer Stein, gepflasterter Platz. Das wäre cool. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was wir heute... Wenn er nicht immer die gleichen Sätze immer und immer wieder sagen würde, wenn man skatet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir heute schaffen, aber der Plan ist, dass wir jetzt die Quest hier machen, dann trinken wir noch was beim Barkeeper, bringen der Frau noch ihre grüne Paprika, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht, der Barkeeperin, der Kegelclubbesitzerin. Und dann machen wir mit der Hauptstory wieder weiter, glaube ich. Es sei denn, wir stolpern noch über irgendeine andere sehr interessante Nebenquest, die wir vielleicht machen könnten. Nee, hier hinten ist es nicht. Aber das muss irgend so ein großer Platz sein im Grunde, ne? Ah, ha, 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 ha. Aha. Das sieht nicht schlecht aus. Hier. Ich meine, es ist jetzt nachts. Da ist die Farbgebung ein bisschen anders, aber grundsätzlich. Aber nee. Irgendwie nicht wirklich, oder? Ist auf dem Bild noch irgendwas zu erkennen? Irgendein Hinweis? Oft sind irgendwie kleine Hinweise noch auf dem Foto zu erkennen, die man anfangs gar nicht so wahrnimmt. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann muss ich mal schnell diesen bisschen größer mir anschauen. Ist schon cool. Durch diese komischen Fetch-Quests hier, Foto-Quests, lernt man die Stadt echt ein bisschen besser kennen. Also, keine Straße. Ein Zaun ist da noch im Hintergrund. Viele Häuser. Wirklich so Suburb. So eine große Fläche. Eingezäunt. Mit einem weißen Zaun eingezäunt ist es. Also das ist es schon mal nicht. Und da drüben auch nicht. Aber hier wird es wieder interessant, so, vom Boden her. Yes, I'm talking about him. Ha, weißer Zaun. Weißer Zaun, Bäume und so ein Boden hier. Okay. Aha. Ich meine immerhin, aber irgendwie, glaube ich, kann das auch nicht so ganz sein. Wo könnte das noch sein? Weil der Baum steht ja irgendwie... Verstehe das gar nicht. Steht der auf dieser Steinfläche oder so? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Hi, Flatbrain. Mir geht's ganz gut, danke. Dir? Oder so allgemein in den Chat gefragt. Was geht? Wie war euer Donnerstag? Meiner war chillig. Ich habe ziemlich viel Videos gerendert, ziemlich viel Streams, die schon viel zu lange rumliegen im Grunde, quasi bearbeitet und überarbeitet und rausgeschnitten und genau, schön gemacht im Grunde. Ein produktiver Tag.
Auf jeden Fall. Irgendwie kommen wir so nicht weiter. Harte Arbeit hattest du. Was wenigstens auch was das Gefühl, dass du was geschafft hast. Oder eher nicht. Das kommt mir schon eher sehr verdächtig vor, Mensch. Ist es das da? Nee. Oder? Aber das ist so... Ach, das ist es. Ganz anders, als ich dachte. Da hätte ich lang suchen können. Das sieht nachts von der Farbe her schon ganz anders aus. Zwei Baustellen parallel, also wahrscheinlich nicht gleichzeitig. Das wird schwierig. Aber ja. So, cool. Dann fehlt jetzt nämlich nur noch eins und das weiß ich, glaube ich. Zumindest war ich da schon und ich glaube, das war nämlich hier. Weil da sind zwar noch Schienen eingezeichnet, aber ich glaube, in Wirklichkeit sind da gar keine Schienen mehr. Dann nehmen wir schnell Wövern und dann sind wir da 0,x fertig. Und das finde ich gut. Haha. Oh, ich höre draußen gerade. Entweder ein Skateboard oder ein Rollkoffer. Ich bin mir nicht sicher. Wäre cool, wenn es ein Skateboard wäre. Man sieht heutzutage kaum noch Skateboards. Schade eigentlich. Dabei sind die so nostalgisch. Wahrscheinlich sieht man sie deswegen nicht mehr. Also andersrum. Würde man sie noch häufiger sehen, wären sie nicht so nostalgisch. Ich bin mir sicher, dass es noch große Skater-Szenen gibt. Aber so im Alltag, ich sehe nicht mehr so viel wie früher. Oder? Kennt ihr noch Leute, die aktiv Skateboard fahren? Ich kannte früher viele. Also es gab so eine Zeit, da war irgendwie... Also da hatte jeder Zweite ein Skateboard. Und dann kamen aber schon die Rollerblades. Die waren auch... Die hatte ich. Solche hatte ich. Konnte ich einigermaßen fahren mit denen auch. Ist auch nicht so sonderlich schwer. Aber so ein Wald- und Wiesen-Skateboard, wie es er hat, ist schon cool. Ob es wirklich so Offroad-Skateboards gibt, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Viel zu gefährlich. Schauen wir mal. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Perfekt. Ja, das ist cool. Ja, wunderbar. Hallo, Retro Gamer. Ist das eigentlich hinter deinem Namen dein Geburtsdatum? Ja, dann bist du wirklich noch mehr Retro als ich. Was war denn dann... Mit welchem System bist denn du dann eingestiegen? Oder... Was war dein erstes Spiel? Clarksons chose a dragonfly for their family crest. In some European countries, an das du dich erinnern kannst. Du warst ja quasi noch in der Pionierzeit live mit dabei. Ich meine, da war ich halt ein Baby. Das habe ich halt nicht mehr bewusst mitbekommen, die Pionierzeit der Videospiele. Ach, mit dem NES dann auch erst eingestiegen. Ah ja, okay. Gut, okay, was heißt erst, ne? Da warst du dann wahrscheinlich eh schon über... Also so, Anfang der 10er Jahre, als der... Ja, im Westen... Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ja, genau. NES ist cool. NES ist ein guter Einstiegspunkt. Ich muss mal nochmal kurz rausgehen, auch wenn wir jetzt leider Ladezeiten in Kauf nehmen müssen, weil da stand gerade jemand...
Und ich suche diesen einärmigen Kerl, den brauchen wir nämlich unbedingt. Das wäre echt cool. Ach so, andere Seite der Mauer damals und so. Ja, gut. Da habe ich einen interessanten Podcast drüber gehört, weil da denkt man als geborener Wessi gar nicht drüber nach, aber da hat sich ja die Videospielszene ganz anders quasi entwickelt und eingeschränkter und man hat eher. Das war wirklich ein interessanter Podcast, aber ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Das ist schon länger her. Aber ich habe da eher im Kopf, dass da viel einfach so die Demoszene größer war und dass da eher auf irgendwelchen Heimcomputern irgendwelche Sachen so unter der Hand rumgereicht wurden und sowas. Naja, genau. Neuer Geheimtipp. Ah ja, genau. Faszinierend. Und wusch. Nein, nicht wusch. Ah, jetzt geht's wieder. Even I can feel it. You almost got this sucker solved, ain't you? Aber die Framerate. Die Frames per Second sind echt gefühlt nicht allzu hoch bei Deadly Premonition 2 oder kommt das mir so vor? Das ist bei dem Spiel wirklich so. Wenn man in der Stadt unterwegs ist, in den Innenbereichen geht es zum Glück, aber in der Stadt ist die Framerate sehr niedrig. Mich persönlich stört das ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich daran jetzt schon gewöhnt in dem Spiel und ich bin echt gespannt, wenn das gepatcht wird, weil wahrscheinlich ist es dann so, wow, total crazy. Aber jetzt kommt es mir gar nicht mehr komisch vor. Aber, ich habe gelesen, dass einigen Spielern schlecht wird beim Spielen, Motion Sickness. Und das ist halt dann echt ein Problem. Da ist es dann nicht mehr lustig. Okay, du hast den Fall schon so gut wie gelöst, oder? Sowas spüre ich in meinen Fingernägeln. Geheimtipp zum Geheimtipp. Na dann, Geheimtipp Nummer 4. Ich hatte einen alten Game Boy Color bekommen, weil ich mit Salmonellenvergiftung im Hotel bleiben musste. Das ist unschön. Aber andererseits, wenn man dann dafür einen Game Boy Color kriegt, das ist es fast wert, oder? So eine leichte Salmonellenvergiftung. Ich meine, die hat man einmal kurz und dann ist es vorbei und man ist wieder gesund. Hat aber dann immer noch einen Game Boy Color. Insofern ist das schon ein ziemlich guter Deal. Okay, schauen wir mal. Das letzte Bild. Mehrere. Oh ja, ein schöner Platz, den sie hier gefunden hat, wo die örtliche Industrie ihre Müllfässer lagert. Das ist ja wie in Springfield hier. Die fiel mir nur so auf und die technischen Unzulänglichkeiten haben auch beim ersten Teil nicht gestört, mich zumindest nicht. Nee, eben, ich finde auch, also teilweise trägt es ja sogar zum Charme des Spiels bei, aber ich glaube, diese Framerate in der Stadt ist wirklich keine Absicht. Und ich persönlich bin eben wirklich kein Framerate-Zähler, mir ist das eigentlich wurscht, aber es gibt halt Leute, die stört es sehr bis hin zu körperlichen Symptomen und das ist dann natürlich nicht gut. Das ist dann natürlich nicht gut. Na, wie fandest du den heutigen Geheimtipp? Verlief alles ohne Probleme. Ich habe gefunden, was ich wollte. Verlief ohne Probleme? Was ist das denn für eine Bewertung? Meine Geheimtipps scheinen dich ja null zu interessieren. Ich meine, gut, mein Job ist ja lediglich Leute zu befördern, aber wenn ich sowas höre, das macht mich echt sauer, ey. Hast du noch nie was von Taktgefühl gehört? Doch, selbstverständlich. Die Gefühle eines Gegenübers einzuschätzen und entsprechend darauf antworten und reagieren. Den meisten Menschen fällt das nicht sonderlich schwer. Ich erachte das allerdings als reichlich überflüssig.
Deswegen verzichte ich bewusst auf Taktgefühl. Boah, ey, wie bist du denn drauf? Was eine abgefuckte Denkweise. Naja, lassen wir es gut sein. Hab ja auch meine Macken. Da, nimm, als Dankeschön dafür, dass du Wyvern testest. Oh, was ist denn das? Ausdauer, Hungertoleranz, Lähmtoleranz. Na, uninteressant, finde ich. Es gibt noch einiges an Orten, die ich dir zeigen will, Kleiner. Sobald der nächste vorbereitet ist, gebe ich dem Hotelboy Bescheid. Wyvern, der Fahrdienstleister des 21. Jahrhunderts. Immer, wo du ihn brauchst, wenn du ihn brauchst. Ciao. Ciao. Genau, tausche Salmonellenvergiftung gegen Konsole. Ja, genau. Das ist ein guter Tausch auf jeden Fall. Also, außer für den, der dann keine Konsole mehr, aber dafür eine Salmonellenvergiftung kriegt. Für den ist es nicht so gut. Hey, ich verstehe diese weißen Dreiecke einfach nicht, die mir oben am Kompass angezeigt werden. Weil ich glaube, die zeigen mir grundsätzlich Sidequests an. Was ja cool ist. Aber die zeigen mir irgendwie die Sidequests immer... Lena Doman. Nur... A.K.A. Professor an... Wenn ich sie gerade nicht erreichen kann, die NPCs, die damit verbunden sind. Does the South really corrupt people, like Patty said? This sunlight certainly seems capable of breaking someone down. No matter how you try to resist it, it's so hot it feels. Ich versuch's mal nochmal. But that doesn't explain it. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline itself. Everything in this town, whether it's visible or invisible. Ich versuche mal nochmal jetzt zu diesem weißen Ausrufezeichen da oben zu fahren. Weil meiner Erfahrung nach verschwindet es dann, wenn ich in der Nähe bin. Aber vielleicht... Das ist der Tatort. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Oder zeigt mir das jetzt gerade etwa nur das Steinskippen an? Aber warum zeigt es mir das nur ab und zu an und nicht immer? Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt sagt er mir auch noch, dass gerade ein schlechter Zeitpunkt ist, zum Steinehüpfen zu spielen. Warum wird mir das dann überhaupt angezeigt? Und warum wird es mir nur manchmal angezeigt? Ah, das Spiel, ey. Manchmal. Ich meine, ehrlich, die Spielerführung und die Kommunikation mit dem Spieler sind schon viel besser geworden im Vergleich zum ersten Teil. Auch wenn man sich es vielleicht gar nicht vorstellen kann, aber ich habe den ersten vor kurzem erst wieder gespielt. Und da Sidequests finden und abgeben dann wieder, die NPCs finden. Boah, war das Pain in the After. Aber das ist jetzt viel besser geworden, aber es ist immer noch seltsam und irgendwie umständlich. Und ich verstehe es nicht. Warum bin ich jetzt hierher gefahren zur Kirche mit dem... Ich hatte einen Plan. Ah ja, genau, zum Friedhof will ich eigentlich.